Herzlich willkommen beim einzigen Ort auf der Erde, wo Sie ein besseres Leben gewinnen können, wenn Sie es denn können. Wenn Ihr Gehirn dazu ausreicht, zu verstehen, dass wir in einer Welt der Unwahrheit, des Irrtums und der Schädigung aller leben, in einer Erdzerstörungswelt, in einer Glückszerstörungswelt, in einer Lebensqualitätszerstörungswelt, einer Gesundheitszerstörungswelt und so weiter. Und hier ist der einzige Ort des Auswegs zu einer glücklichen Zukunft. Ja, wenn Sie es verstehen können und oder wenn auch die anderen Menschen es verstehen können. Also geben Sie einmal der Wahrheit der Chance, nachdem Sie den ganzen Tag bombardiert werden mit Unwahrheiten, Irreführung und so weiter. Die Weltspitze der Naturwissenschaft sagen, können wir offensiv vertreten. Die absolute Weltspitze der Naturwissenschaften sagt Ihnen also jetzt, hier ist die Wahrheit. Und die Formel, die im Moment gilt, ist 3x3. Arte, ZDF und WDR haben zum Beispiel eben berichtet über Wirtschaftsforum Davos, World Economic Forum, über Gemeinwohlökonomie diskutiert als eine der vier Varianten der Gemeinwohlwirtschaft. Das wäre eine politische Lösung. Und WDR zum Beispiel über das ZEG, Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung. Das ist also sozusagen, was aus der gescheiterten Kommune 1 damals der 68er wurde, nämlich ein Versuch, trotzdem die Marktwirtschaft unser Gehirn, alle unsere Gehirnhaare ständig nach rechts bürstet und uns unfähig machen will zu liebevollen Gemeinschaften, sexuell befreiten Gemeinschaften und so weiter. Trotzdem versucht das ZEG seit Jahrzehnten die Haare der Menschen ein wenig nach links zu bürsten, kann es aber leider nicht richtig. Deswegen ist es auch kein Erfolgsmodell für Millionen geworden, sondern ein gescheitertes Modell mit circa 100 Leuten. Die sind also 0,00001 Promille der Bevölkerung, also völlig irrelevant, weil offensichtlich sie auch keine Ableger gründen können, keine Nachahmer, also ein erfolgloses Modell, auch offensichtlich ein wirtschaftlich erfolgloses Modell und so weiter, weil sie eben leider es natürlich nicht können, weil das so schwierig ist, ja. Und für all das haben wir ja dann hier Besseres. Und dann haben wir die nächsten drei, also das war jetzt Wirtschaftsforum, Gemeinwohlökonomie und ZEG, die drei. Und die nächsten drei sind Maischberger, Stefan Raab, NDR und unzählige andere große Fernsehsender haben über den Moderator gesprochen, um den es jetzt gleich geht, Diplom-Theologe Jürgen Wagner, oder mit ihm gesprochen und so weiter. Also, und er hat sich aus unserer naturwissenschaftlichen Sicht als der beste Moderator der Welt ausgestellt, der einzige, der es wirklich ernst damit meint, alle zu Wort kommen zu lassen, keine Cancel Culture zu praktizieren, wie das überall Mode ist. Und deswegen sprechen wir jetzt von den wiederum drei Dingen hier, nämlich das bessere Wirtschaftsforum Davos, World Economic Forum, Zukunftskongress, der runde Tisch der Lösung oder wie wir es nennen, das neue Wirtschaftsforum oder das New World Economic Forum. Dann wird es jetzt hier gehen, also einmal haben Sie eine Glückschance dadurch, dass das neue, bessere Wirtschaftsforum
auch sie einlädt, ihren Lösungsentwurf zur Verfügung zu stellen. Und der runde Tisch bedeutet, dass immer 5 Minuten jeder seinen Lösungsansatz erklären kann. Dann hört er, wie ihm vielleicht teilweise freundlich die anderen widersprechen, warum sein Lösungsansatz vielleicht nicht geeignet ist und warum deren Lösungsansatz der bessere ist. Vielleicht übernimmt dann der eine oder andere und korrigiert vielleicht Punkte in seinem Lösungsansatz. Und nach, wenn es immer weiter reihum geht, hofft man darauf, dass wir zu einem Minimalkonsens kommen. Und ich hoffe natürlich, dass dieser dann Gemeinwohlwirtschaft heißen wird. Und zwar nicht Gemeinwohlökonomie, zwar als ein Entwurf, aber allgemein Gemeinwohlwirtschaft, und dass wir dann irgendwann der Kreis sich vielleicht dass die Leute alle plädieren und diskutieren nur noch für Gemeinwohlwirtschaft. Aber das wird man sehen, ob die Menschheit so intelligent ist, so vernünftig ist. Man muss es einfach probieren. Also ihre Chance für ein viel, viel besseres Leben ist also dieses neue Wirtschaftsforum, und die ganz wesentliche Weiterentwicklung von solchen Gemeinschafts- und Kommunenprojekten wie zum Beispiel ZEC haben wir hier zum Beispiel mit in Deutschland etwa 11 Kommune-Standorten oder Gemeinschaftsprojekt-Standorten. Und zum Beispiel, ich bin ja hier mit dem Standort Gemeinwohlgemeinschaft Köln-Süd. Ja, da ist also die Glücksmöglichkeit, nämlich einfach so weit wie möglich raus aus der Marktwirtschaft und rein in die Gemeinwohlgemeinschaft Köln-Süd. Dann haben wir hier die Gemeinwohlökonomie GWÖ, Christian Felber ist der Begründer, und das Feilen an ihrer Optimierung durch die allgemeine Gemeinwohlwirtschaftsdiskussion. Unsere Variante heißt ja nicht GWÖ, sondern GWO, gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung. Ja, da muss man sich diese Pünktchen da wegdenken. Also hier ist der einzige Ort für ein besseres Leben. Ich sage es Ihnen noch einmal. Wir haben jetzt noch mal die letzten 3,5 Jahre alles gesichtet, was es auf dieser Welt gibt. Es ist leider nur Müll und Plunder von Unwahrheit und Irreführung. Sie können auf Millionen Weisen abgezockt werden. Jeden Tag steht ein Dummer auf, der betrogen werden will. Mundus vult decipi, also die Welt will betrogen sein. Nein, es ist nicht so. Die Marktwirtschaft ist ein System, das, in dem es nur betrügerisch funktioniert. Es geht nicht anders. Es gibt nichts anderes. Und immer diese 3 Assoziationen ansprechen, also dieses 3x3 begegnet uns jetzt hier. Ja, zum Beispiel die Partei des Gemeinwohls diskutiert eben auch und unterstützt natürlich das New World Economic Forum, ja, in jeder Hinsicht. Und wie gesagt, diese Partei wird beraten von uns, von Weltrat, nextscientistsforfuture.de. Ach so, Weltrat, naja, das können wir mal kurz hier zeigen, ja, nochmal. Also hier finden Sie ja, sehen Sie, wir diskutieren über Gemeinwohlwirtschaft in jeder Form. Dann hier Weltrat der Weisen. Ja, also hier, da sind die Quellen der Wahrheit. Hier ist die naturwissenschaftliche Wahrheit der Welt. In Englisch haben wir noch einen Zugang hier. Und es gibt ja noch unendlich viel mehr Homepages. Also wir haben so viel. Also, aber gehen wir noch wieder zurück hier. So, schauen wir doch uns mal an hier. Hier ist das Menü, ne? Und das ist wirklich so. Unsere letzte Hoffnung ist Marktwirtschaft abschaffen, Gemeinwohlwirtschaft einführen
oder in die Gemeinwohlgemeinschaft Köln-Süd oder in die anderen 10 Gemeinschaften einziehen und dazu an den Talkshows teilnehmen. Die Talkshows haben immer eine doppelte Funktion auch bis jetzt. Die dienen einerseits als Plenum für Gemeinschaften, sind auch möglicher Ort von Supervision von Gemeinschaften. Und das ZEK nennt sein Plenum Forum. Wir haben uns für das Wort Plenum im Moment entschieden. Und gleichzeitig ist es auch immer das New World Economic Forum. Und es ist immer so, das Gütesiegel heißt heute das wahre, hässliche und gute, denn leider ist es so, dass die Marktwirtschaft, die kann natürlich designen und stylen, also wer sie abgezockt hat und zum Beispiel sie mit krankmachenden Nahrungsmitteln vergiftet hat und da riesige Gewinne eingestrichen hat, der kann natürlich toll werben und sie blenden, gerade weil er sie umbringt, kann er sie blenden. Aber noch einmal, niemand hat Schuld. Es gibt keine, wir gehen sie erst einmal davon aus, dass es keine bösen Menschen gibt, sondern dass es nur ein böses System gibt. Die Erfindung der Marktwirtschaft vor 400.000, 300, 200.000 Jahren, die Erfindung der Marktwirtschaft, das ist das Böse. Wir haben das Böse erfunden. Wir haben den Teufel erfunden. Es sind nicht die Menschen, es ist ein System, das teuflisch ist und böse ist und nicht die Menschen. Ja? Und jetzt muss ich mal kurz pausieren. Also, lassen Sie sich nicht mehr blenden von dem Geglitzer des Geldes, von dem schönen Schein der Marktwirtschaft, das, was Ihr Leben glücklicher machen will. Und ich will Ihr Leben glücklicher machen, weil ich erkannt habe in der Naturwissenschaft, dass ich nur glücklicher leben kann, wenn Sie mit mir glücklicher leben. Zum Beispiel in der Gemeinwohlgemeinschaft Köln-Süd um mich herum glücklicher leben. Denn was habe ich davon, wenn Sie unglücklich sind? Wie will ich glücklich leben mit Ihnen in einer Gemeinschaft, wenn Sie unglücklich sind? Das geht leider nicht. Und deswegen interessiert mich alles nicht mehr. Es interessiert mich nicht mehr, Geld zu machen auf Kosten von Ihnen, weil damit kann ich mir auch das wahre Glück nicht kaufen. Ne? Also, dann ich zeige Ihnen erst einmal hier. Also zur ZDF und Arte-Sendung zum Gespräch mit Richard David Precht, zum weltberühmten Diskussionsvorschlag von Christian Felber. Jetzt sind wir wieder also nicht bei der Gemeinschaft als Weg zum Glück, sondern der politischen Lösung. Vielleicht sagen Sie, ich will gar nicht in der Gemeinschaft ziehen, weil ich mir da irgendwie nicht richtig das Glück verspreche. Sie haben ja auch bisher recht, also wenn, dann müssen wir jetzt zum ersten Mal durch Gemeinschaften Glück erzeugen, denn von Kommune 1 bis ZEK sind ja alle Projekte gescheitert an der Glückserzeugungsfrage. Ja, es wird sogar dann zugegeben. Ja, und es Ziel sei, also für all die Verrückten, die immer wieder sagen, ja, ihr wollt ja Sozialismus machen, wir nennen das ja Pseudosozialismus und Pseudokommunismus, den will keiner. Ziel sei es, den Kapitalismus zu überwinden, ohne in den Pseudosozialismus abzugleiten. Genau darum geht es. Es geht um die dritte Lösungsmöglichkeit, die neue dritte Lösungsmöglichkeit, über die wir 54 Jahre nachgedacht haben und Felber circa 20 Jahre nachgedacht hat. Ja? So, und es geht um keine radikale Geschichte. Wir wollen jetzt nicht sofort irgendwelche Leute enteignen, Unternehmen zerschlagen, Geld abschaffen sofort, sondern erst einmal wirklich nur die größten Schäden der Marktwirtschaft korrigieren. Das Größte, was ihr Leben zerstört, alles, was ihr Leben unglücklich macht und krank macht und arm macht, das wollen wir sofort beenden. Also ZDF, hier können Sie die drei wichtigsten Stellen anklicken. Wenn ich hier anklicke, fällt sofort auch das Wort Gemeinwohlökonomie, Bilanz in dem Falle.
Also, ja, der Kapitalismus ist am Ende, liebes ZDF. Wir müssen es so. Schrot und Korn, sogar die Bio-Zeitschrift, jetzt Februar, die neue Ausgabe 2022 über Gemeinwohlökonomie. Auf dem Titel heißt es Wirtschaft mit Werten. Anders Wirtschaften heißt, die ist der Artikel überschrieben innen drin. Bei Arte hier wird auch immer wieder, Geld ist nicht alles. Ja. Es geht um glückliches, gesünderes, längeres Leben, aber auch um reicheres Leben. Ne? Also, wir erfüllen auch die Wünsche nach einem gewissen Wohlstand. Und wir hassen nicht Wohlstand. Ja? So, und mit Richard David Precht hier, Felber und Precht zusammen über Gemeinwohlökonomie und bedingungsloses Grundeinkommen kann man auch kontrovers diskutieren. Mit dem linken Sender Thilo Jung und Naiv, ja. Das ist also die neue echte Linke, heißt Gemeinwohlökonomie. Und Felber und Sarah Wagenknecht und Lafontaine, die letzten prominenten Linken, die links geblieben sind, ne? Alle anderen haben einen beispiellosen Rechtsruck leider hinter sich, ja. Und wir, der Weltrat, eben natürlich auch noch links geblieben. Aber wir zählen ja noch nicht zu den ganz großen Prominenten, leider. So, im Europäischen Parlament bei den Grünen, Linken, bei SPD und ÖDP, angeblich hat ja Habeck sich einen Gemeinwohlökonomieberater an die Seite geholt. Bei kirchlichen Organisationen und Universitäten, überall wird diskutiert über die weltberühmte Gemeinwohlökonomie. Genauso natürlich auch die weltberühmte Anekdote vom alten China, die ja unser Startpunkt war, nämlich dass der Arzt im alten China mal angeblich so lange beschenkt worden sein soll von allen Seiten, wie alle im Dorf glücklich und gesund waren. Und sobald auch nur einer krank oder unglücklich wurde, erfuhren das alle und reduzierten alle zeitgleich ihre Geschenke, so dass der Arzt nur noch ein Ziel hat, nur noch eine Möglichkeit hatte, an Wohlstand zu kommen, nämlich wenn er präventiv dafür sorgte, dass alle ein glückliches und gesundes Leben in der Gemeinschaft hatten und nicht, indem er so viel wie möglich operiert und so viel wie möglich chronisch Kranke hat und Dauerpatienten hat und so weiter, ja? Gemeinwohlökonomie, ein Wirtschaftsmodell mit Zukunft hier. Sie können also beliebig, wir machen es Ihnen so leicht wie möglich, von Ihrem Vertrauten, zur Wahrheit überzugehen. Wir haben jetzt hier gesammelt einiges von dem, wo eben ZDF, Arte, WDR, die großen Fernsehsender sich Wahrheiten annähern, wobei sie den Rest des Tages ausschließlich Unwahrheiten vermitteln, weil in der Marktwirtschaft ist Wahrheit das ganz, ganz seltene Gut. Hier unten rechts an dem rundlichen Ding, wie immer, draufklicken, Wiedergabegeschwindigkeit erhöhen macht Freude, weil ich jetzt auch noch langsamer sprechen werde. Ja, das ist die Frage. Welche von diesen vielen Varianten, GWÖ, GWO, GWL, PWÖ, ist die beste Variante der Gemeinwohlwirtschaft für die Menschheit und ihr Leben? Wie wird Deutschland schnellstmöglich zu einem echten Gemeinwohlstaat und nicht zu einer neuen Sekte, die sich Gemeinwohlstaat nennt oder so, ja? Und zu einer umfassenden Gemeinwohlgesellschaft mit Hausarzt, Gesundheitsgemeinschaften und vielleicht sogar mit experimentellen Gemeinwohlgemeinschaften und vielleicht sogar mit Unterexperimenten wie Polyamoren oder bisexuellen Bonobo-Gemeinwohlgruppenehen. Sie kennen ja unsere These der letzten 3,5 Jahre, dass wir auch eventuell, dass wir die Savannenbonobos sind. Und wir eigentlich nur von den Urwald-Bonobos lernen können, was wir wohl für eine Genetik haben und wie wir vielleicht Unterexperimente in Gemeinwohlgemeinschaften gestalten müssen. Und das ist genau das, was Zeck zum Beispiel und Kommune Niederkaufung und all diese Kommunen nicht hinbekommen, nämlich von den Urwald-Bonobos, wir als Savannen-Bonobos, von den Urwald-Bonobos zu lernen, das schafft man in der Marktwirtschaft nur schwer. Es kann auch sein, dass wir das gar nicht können und dass wir deswegen nur eine Chance haben, die politische Lösung.
Und diese Partei hier ist ja existent und ist da der Platz der Kanzlerkandidatin oder des Kanzlerkandidaten ist noch frei und so weiter. Ja, wenn wir hier von Gruppenehe sprechen, meint das die ganz wesentliche qualitative Weiterentwicklung von solchen Gemeinschafts- bzw. Kommunen wie zum Beispiel Zec, Tamera und so weiter. Bitte die folgende WDR-Doku anklicken. Wir machen es Ihnen also leicht über eine WDR-Doku hier auf YouTube ansehen. Hier müssen Sie anklicken und dann erscheint auch das Bild, wenn Sie die Altersfreigabe machen, ja, dass Sie eben sagen, ich bin kein Kind, ich kann mir das zumuten, auch nackte Körper zu sehen und so weiter. Ja, und dann hier auch da können Sie auch sehen, wie Sie versuchen, Richtung Bonobo-Kommunismus zu leben, aber daran scheitern auch mehr oder weniger stark. Und wenn Sie sich mal klar machen, dass dieses Modell keinen Zustrom an begeisternden Mitmachenden gewinnt, sondern bei 100 von 83 Millionen stagniert, dann sehen Sie das Scheitern dieser Projekte, ne? Also unsere Gemeinwohlgemeinschaft Köln-Süd, wenn die nicht irgendwann ab einem bestimmten Punkt explodiert zahlenmäßig und ganz Köln erobert und so weiter, dann sind wir gescheitert, weil dann haben wir es nicht geschafft, spürbar glücklicher zu werden als die Marktwirtschaft, ne? Und das kann sein, dass es das auch unmöglich ist, in der Marktwirtschaft glücklicher zu leben als die Marktwirtschaft. Vielleicht geht das gar nicht, dann müssen wir aber jetzt weiter hier politisch machen. Auch Dreisatz Kobel spricht über Gemeinwohl. Ja, und jetzt der Grundgedanke aller Gemeinwohlwirtschaft, also endlich werden durch die Gemeinwohlwirtschaft, ich erkläre es Ihnen mal so, Sie können es ja lesen, und stoppen und lesen, ich erkläre es Ihnen mal so. Also hier, der Markt, der Supermarktleiter, der Restaurantleiter und der Praxisleiter, die kriegen alle nur noch Geld, wenn durch ihr Wirken mein Leben, unser Leben besser geworden ist vom Wohlfühlen, von der Gesundheit, von der Langlebigkeit und vom Wohlstand her, und zwar auch aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner, so dass er nicht selber Dreck macht und den Nachbarn vor die Tür schüttet als Abgase oder was auch immer, ja. Und hier ZDF-Sendung Markus Lanz, hier sehen Sie einiges der Verbrechen, die jedes, also ohne Schuld, gehen Sie nicht aggressiv auf Ärzte zu, alle sind unschuldig. Jedes marktwirtschaftliche, kapitalistische Gesundheitswesen muss Verbrechen an der Menschheit vergehen. Es geht nicht anders. In der Marktwirtschaft kann es nicht anders sein. Die Marktzwänge zwingen dazu. Ein Supermarkt, der Ihnen wirklich gesunde Dinge dahinstellen würde, der würde sofort pleite gehen. Unter den Biomärkten würde derjenige, der wirklich gesunde Nahrung Ihnen da anliefert, pleite gehen, weil das zu teuer ist, herzustellen. Solange nicht die Gesundheitswirkung gemessen wird und als Belohnungssystem rückgekoppelt wird, solange kann das nicht funktionieren. Also ohne Belohnung für das Stellen von Gesundheitsförderlichem kann in der Marktwirtschaft Gesundes sich nicht durchsetzen. Wir haben jetzt in der Biobranche wieder die gleiche Evolution. Sie müssen sich klar sein, Aldi, Lidl und Rewe waren vor 100.000 Jahren alle Bio. Und zwar super Bio, weil es da noch diesen ganzen industriellen Sondermüll gar noch gar nicht gab. Der war noch gar nicht erfunden. Ja, aber dann nahm alles in der Marktwirtschaft eine Evolution hin zum Sondermüll, der eigentlich in die Sondermülldeponie gehört und nicht in ihren Magen oder in ihren Mund, ja? Und bei Bio ist es jetzt genauso. Da ist jetzt nochmal wieder ein bisschen angehoben worden, wieder ein Tick natürlicher und etwas weniger gesundheitsschädlich als konventionell. Und jetzt läuft aber auch dort wieder die Evolution. Wem gelingt es, immer billiger herzustellen, immer minderwertiger herzustellen, nur weil nur der auf dem
Biomarkt überleben wird. Und alle, die hochwertigstes Bio immer noch zur Verfügung stellen, die gehen allmählich pleite, weil das zu teuer ist in der Marktwirtschaft, weil ja nicht gemessen wird, welche Wirkung dieses Gesündere hat auf die Menschen und dadurch die Finanzflüsse nicht. Felber sagt, wir müssen Steuervorteile denen geben, die Gutes tun. Ja, genau das ist es. Ohne diese Finanzvorteile, wir nennen sie Verdienstzuschüsse, für das Stellen der gesünderen Nahrung und der gesünderen Medizin und der gesünderen Sachen, ohne die finanzielle Rückkopplung und Belohnung dafür, kann sich das im Markt nicht durchsetzen. Also Gemeinwohlwirtschaft ändert den Markt so, dass sich das Gute durchsetzen kann endlich, das ihnen gut tut, ihr Leben verbessert. Ja? Und auch alle Reichen, hier bitte die Reichen lesen, dass eben, ja, gerade gestern wieder gesehen, hier zudem der neue Satz hier drin, Sie können ja alles lesen, Sie können ja Stopp drücken und alles lesen. Zudem färbt die Schlechtigkeit der Marktwirtschaft mit ihren verrückten, schädlichen Marktzwängen, die ich gerade eben angedeutet habe, derart auf das Bild der reichen Unternehmer ab, dass ihnen von allen Seiten immer mehr Hass entgegenschlägt. Ja, Hass ist das Problem, der Hass auf die Reichen und so weiter. Gestern war wieder einer bei mir, der so wie beim World Economic Forum nur gesagt hat, ach, diese Reichen, die kann ich doch nur hassen, das sind doch Teufel, das sind Soziopathen, Psychopathen, was willst du da therapieren, das geht nicht. Und dann sage ich immer wieder, muss ich immer wieder sagen, aber die Naturwissenschaft lehrt uns, dass alle unschuldig sind. Wir alle haben gemeinsam den Teufel erfunden, die Marktwirtschaft. Und wir sind zu dumm bis jetzt gewesen, die Marktwirtschaft zu ersetzen durch Gemeinwohlwirtschaft. Wir haben, ja, vielleicht schaffen wir es jetzt, vielleicht auch nicht. Ne? Und dann war alles umsonst. In der Gemeinwohlwirtschaft werden die reichen Unternehmer erstmals geliebt werden, weil sie uns allen nur noch Gutes tun werden und ihren Reichtum dann erstmals wirklich richtig verdient haben werden. Jede Tierart schaut nur auf die Stärksten und die Besten. Bei Löwen, bei Wölfen, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, dürfen sogar nur die Alpha-Wölfe und die Alpha-Weibchen Kinder bekommen. Ja, weil eben es ganz klar ist, was nützen uns die Kinder der unfähigen Wölfe? Die bringen die Art nicht voran. Nur die Fähigsten, wenn die dann noch ein paar gute Mutationen aufweisen, ein bisschen genetisch variieren sozusagen, und hoffentlich eine positive Variation drin haben im genetischen, im Genom, dann der Kinder sozusagen in den Genomen der Nachfahren, dann kann die Art überleben, weil sie in einem ständigen Wettbewerb mit allem anderen in diesem Universum steht. Und genauso steht Deutschland in einem ständigen Wettbewerb. Und wir müssen wieder lernen, unsere Reichen und Fähigen, unsere Arbeitsplätzeschaffer zu lieben, die uns gut bezahlte Arbeitsplätze schaffen, wie Mercedes oder BMW, aber ohne diese Schäden mit an uns zu machen, die sie bisher machen mussten, um im Markt überleben zu können. Ja? Zu allem Überfluss gilt, dass auch die Reichen, genau wie die Armen, durch Gemeinwohlwirtschaft unendlich viel mehr Wohlfühlen, Lebensglück, Gesundheit und Langlebigkeit bekommen können. Ja, das Phänomen ist, dass in der Gemeinwohlwirtschaft die Reichen sogar noch reicher werden können, weil wir alle reicher werden durch die Gemeinwohlwirtschaft. Aber ihnen wird der Reichtum völlig unwichtig werden, weil sie so viel glücklicher mit Menschen leben können, dass Geld für sie, die Geldsucht sich verliert, Geld unwichtig wird, Konsumsucht unwichtig wird, Kaufsucht, Shoppingsucht unwichtig wird und sie lieber ihr Geld verströmen an die geliebte Gemeinschaft, in der sie vielleicht dann leben werden. Ne? Ja, und dann, wir haben ja diese vier Grundangebote, 3x3 steckt ja in allem drin hier.
Und wir haben ja hier diese erste Gemeinwohlwirtschaftspartei mit allen Karrieremöglichkeiten, Landtags-, Bundestagsabgeordnete, Kanzlerkandidatin und so weiter. Denn in den Testwahlen bei Bekanntheit aller Konzepte dieser Partei, bei allen sozusagen, ist das ein Potenzial in den Testwahlen gewesen von 56%. Also 56% haben das gewählt, wenn sie es kannten. Und dann hatte die SPD 30, 35% weniger Prozent, ja. Ja, und Talkshows zum Sofortmitreden für alle per Telefon oder einladen, online auch als zugehörig. Ich habe vorhin vom Plenum gesprochen, aber auch als zugehörig. Also unsere Talks sind noch multifunktional, aber jetzt als zugehörig zum New World Economic Forum, neues Wirtschaftsforum und dem neuer runder Tisch, Zukunftskongress, der runde Tisch aller, zum ersten Mal aller beim World Economic Forum. Klaus Schwab scheitert daran, dass er immer nur die Falschen an den Tisch holt, weil er alle Andersdenkenden ausschließt, mit einer gnadenlosen Cancel Culture gar nichts an sich ranlässt, unerreichbar sich macht für die echten Lösungskonzepte wie Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaft und so weiter. Und nur dann solche Promis wie Greta Thunberg mal zulässt, die gar kein Konzept haben, keine Ideen haben, kein Wissen haben, kein Können, nichts haben. Ja? Und als die wesentliche qualitative Weiterentwicklung das World Economic Forum. Und hier sehen Sie das Dilemma, in dem dieses gescheiterte World Economic Forum steht, ja, dieses völlig gescheiterte. Unser Wirtschaftsforum wird moderiert von Diplom-Theologe Jürgen Wagner, Eigenname öff, das ist hier so aus Wikipedia, ist ein deutscher Aussteiger, den man von Maischberger, Stefan Raab, NDR und unzähligen anderen Sendungen der ganz großen Sender kennt. Die Talks beziehen sich auch auf die folgenden Angebote, Gemeinwohlgemeinschaften, zum Beispiel Gemeinwohlgemeinschaft Köln-Süd, Unterexperimente in den Gemeinwohlgemeinschaften bezüglich seitens der Marktwirtschaft unterdrückter natürlicher Lebens- und Liebesweisen, deren Wiederentdeckung und Befreiung versucht wird. Ja, also hier Savannen-Bonobo, Urwald-Bonobo. Ja, also das war eigentlich jetzt das Wesentliche davon und jetzt gehe ich mal auf die Bildershow übrig. Jetzt haben Sie dieses 3x3 schon ansatzweise und jetzt gehe ich mal auf unsere Bildershow. Das ist dieser Moderator, das ist also der beste Moderator der Welt, den wir gefunden haben. In den letzten 3,5 Jahren hat er bewiesen, dass er es damit ernst meint, alle Lösungsansätze an den Tisch kommen zu lassen, ja? Und das bin ich hier auf der Seite unseres immer kostenlosen Poly-B-Dating. Hier ist die URL, Polyamorie oder B-Dating. Ja, weil wir eben sagen, wir müssen auch die schon auf dem Weg sind, den Savannen-Bonobo in sich selber wiederzuentdecken, die Polyamorie-Bewegung und die B Sexualitätsbewegung, die sind am nächsten dran, Richtung Bonobo vorzufühlen, sind allerdings noch in den ersten Anfängerschritten und so weiter. Und wir haben jetzt dieses Dating zur Verfügung gestellt, wird allerdings leider noch nicht richtig genutzt. Aber das ist eben, die Menschen sind überall dort, wo es ihnen schadet und nicht dort, wo sie eine Glückschance haben. Leider ist das so in der Marktwirtschaft, ja. Die Menschen sind in die Irre geführt und deswegen, ja. So, dann haben wir hier nochmal andere Fotos von mir. Hier ich sozusagen als jetzt Initiator oder Starter der Gemeinwohlgemeinschaft Köln-Süd. Ja, ich könnte das ja mal so machen, hier mit den Bildern, dass man das ein bisschen besser sieht. Ja, gut, so. Dann sieht man hier nochmal das wahre Hässliche und Gute. Das ist die Homepage von diesem Diplom-Theologen Jürgen Wagner von Öffi.
unsere Flyer, die reger Nachfrage sich erfreuen, aber es ist bis jetzt zu wenig, die Leute sich trauen, wirklich mitzureden, mit an den runden Tisch zu kommen, an unser New World Economic Forum zu kommen, hier unser Forum, schriftliches Forum, das Forum des Moderators und so weiter, wo wir. Und dann hier unsere Supervisionsangebote und das Angebot unserer super glücklichen Gemeinwohlgemeinschaften hier, Kommune, Gemeinschaften. So, dann gehen wir hier weiter. Hier sind Sie ja schon bei der Partei des Gemeinwohls. Das war Bild-Zeitung, Berliner Tagesspiegel, österreichisches Manager-Magazin namens Trend. Und der berühmte Dr. Franz All, der Sonnenpapst, der früher bei der ARD Report geleitet hat und so weiter. Alle haben sie groß über uns berichtet, aber das ist zu wenig, das war zu wenig. Wir sind noch nicht da, wir sind noch nicht in der Tagesschau, wir sind noch nicht bei Maischberger und noch nicht, wo ja der Moderator schon war, ja. Und ja, das ist dieses Gütesiegel, das wahren, hässlichen und guten. Hier sind wir wieder, World Council of Wise People, ja, und so weiter. Also, ja, und hier nochmal der wichtigste Grundgedanke. Warum hat die Marktwirtschaft unser aller Leben, ihr Leben so zerstört? Ja, weil eben Folgendes zwangsläufig passiert. Wir alle haben dummerweise die Marktwirtschaft erfunden, weil das ja natürlich am Anfang so schön ist. Man kriegt andere neue Dinge, neue Geschmäcker kann man essen und tauscht dafür seine eigenen Dinge ein und gibt die eigenen Dinge weg und kriegt neue Geschmäcker und das scheint so als Zugewinn. Bis dann die Marktwirtschaft die Büchse der Pandora öffnet und wir haben das alle nicht begriffen. 400.000 Jahre haben wir nicht begriffen, dass alles, dass es uns zerstören musste, dass es unsere Gemeinschaften, unsere bonobo-kommunistische Lebensweise zerstören musste, also den echten Leistungs- und Wettbewerbskommunismus der Bonobos zerstören musste. Also hier, der erste Früharzt und Frühhändler, der noch in der Wahrheit lebte, der ist vom Aussterben, vom Ausblenden bedroht, ab dem Moment, wo es den ersten Früharzt und Frühhändler in der Evolution gibt, der sich irrt, und zwar einen bestimmten Irrtum hat. Nicht jeder Irrtum kann zum Vorteil bringen, ein Irrtum zum parasitären Mem werden, zur irrationalen Kognition, zum Killervirus des Geistes, sondern nur der eben zum Beispiel hingeht und sagt, ja, ihr könnt alle diese denaturierte Nahrung, diese Urnahrung, die also angeblich zu eurem Tier, der behauptet ja, diese Urnahrung, das muss zu eine Passung sein zwischen der Genetik eures Stoffwechsels und der Nahrung, die in diesen Stoffwechsel reinkommt. Das muss eine genetische Passung, das muss eine zueinander passende Evolutionsverläufe müssen da ineinander greifen, damit der Stoffwechsel gesund abläuft, sozusagen. Nein, der sagt, das ist alles unnötig, ihr könnt fressen, was ihr wollt, ihr könnt auch meinen Sondermüll, den ich zukünftig herstellen will, meinen Billig-Sondermüll fressen, der ist genauso gesund, ja? Und der glaubt diesen Irrtum wirklich. Und wenn die Leute ihm glauben, dann wird er natürlich viel mehr verdienen und wird den hier auskonkurrieren, den in die Pleite drängen und wird selber Marktführer werden und wird eben all die Filialen später aufmachen können hier, dass er wird viele Nachfahren ernähren können, leibliche, und wird dann der Vorfahre von Aldi, Lidl, Rewe und was auch immer und all diesen Dingen und dann werden sogar irgendwann seine vorteilbringenden Irrtümer an den Universitäten gelehrt und an den Akademien und so weiter. Und er findet lauter Azubis, geistige Nachfahren und so weiter. Und der geht pleite und kaputt und findet auch keine Nachfahren mehr, weil das ein ärmliches Leben ist in der Wahrheit, ja, und weil nur mit diesen vorteilbringenden Irrtümern zwar wir alle vergiftet werden, und dazu bringt er auch noch, irgendwann entwickelt sich ein Vorteil,
Vorteil bringender Irrtum, ein Irrtum, nämlich, oh, hört auf mit eurem bonobo-kommunistischen Rumgeschmuse und sexuellen Leben und so weiter, das macht euch ja alle krank, das ist ja infektiös, das ist ja ekelhaft, widerlich. Und wenn die Leute das ihm glauben, weil er das immer wieder wiederholt, und Menschen glauben nun mal das, was immer wieder wiederholt wird und multipliziert wird, und wenn die Multiplikatoren das immer wieder wiederholen, dann unterdrücken die Leute ihr eigenes Liebesleben, dann gehen die Gemeinschaften, die Kommunen kaputt und der Bonobo-Kommunismus geht kaputt und wir Savannen-Bonobos werden beraubt unserer glücklichen Lebensweise und werden kaufsüchtig, shoppingsüchtig, alkoholsüchtig, Zigaretten, süßigkeitensüchtig, konsumsüchtig, urlaubsüchtig und so weiter und konsumieren die ganze Erde kaputt und übernutzen die Erde und so weiter. Und wenn dann die Körperfeindlichkeit kommt, dann funktioniert der natürliche Nachkommenstopp nicht mehr. Wir kriegen viel zu viele Kinder, weil wir viel zu kurz stillen und viel zu wenig schmusen mit den Kindern, weil das ja dann als sexueller Missbrauch des Kindes verteufelt wird und so weiter. Und so erzeugen wir eine Massenüberbevölkerung, und Massenüberbevölkerung multipliziert mit Konsumsucht und Übernutzung der Erde gibt absolute Erdzerstörung, ja? Und Gemeinwohlwirtschaft kann das Ganze reparieren, Gemeinwohlgemeinschaften, die natürlich dann auch, sobald sie Tauschhandel praktizieren, also Markt wieder erfunden wird, sozusagen dann sofort Gemeinwohlwirtschaften praktizieren, ja, und so dass dann von diesen Gemeinwohlgemeinschaften kein neuerlicher Rückfall in den Kapitalismus mehr stattfinden kann, ja. Ja, also insofern, das war das große 3x3. Ja, also, ich hoffe, Sie ahnen ein ganz klein bisschen, dass alles andere auf der Erde Ihnen immer nur schaden wird und Ihr Leben zerstören wird, weil es nicht hier finden Sie die vollständige Wahrheit ohne den geringsten Keim irgendeiner Abzocke. Und wenn Sie hier sich durchklicken, Sie haben Zugang zu, was weiß ich, 10 Homepages, 2000 den besten Fernsehsendungen ever sozusagen. Sie können hier alles finden. Ich kann es Ihnen ja mal kurz zeigen hier. Wo ist es denn hier? Ja, hier zum Beispiel einige dieser Homepages. Hier haben Sie Fernsehsender Weltrat der Weisen, Fernsehsender Next Scientists for Future. Dann haben Sie, das können wir ja zumachen jetzt. Sie haben hier befreundete Homepages, können Sie ja alle mal aufschlagen. Befreundete Homepages, Weltrat der Weisen, alte Homepages, Studier-Homepages, unsere Homepage, dann gehen wir doch mal hier drüben hin. Dann haben wir hier noch, das ist der beste Fernsehsender überhaupt, da finden Sie in den Playlists hier 2000 Sendungen. Also hier finden Sie das beste Programm ever. Aber eigentlich brauchen Sie das nicht, weil Sie haben hier auch in unserem, ich habe es ja vorhin schon gezeigt, in unserem alle Gesundheitstipps, die es sonst gab, die gibt es natürlich auch hier. Wo haben wir es? Hier haben wir es doch. Hier haben wir doch unser Forum. Da ist es, müsste es doch nochmal sein. Nee. Ist es irgendwie verschwunden? Ist es aus Versehen geschlossen worden? Naja gut, dann müssen wir es halt nochmal so aufrufen. Es ist aus Versehen geschlossen worden. Ich gehe einfach mal hier hin. Link in neuem Tab öffnen. Ja, jetzt ist es wieder da. So. Weltrat der Weisen, Weltrettung, ja, wie, da finden Sie also alles. Ich kann es ja mal hier draufklicken.
Ja, wenn Sie hier gucken, Sie finden hier auch Gesundheitstipps und Neues irgendwo. Hier finden Sie das Dating, Sie finden Gesundheitstipps und Neues. Also Sie finden auch alles hier. Aber wenn Sie noch viele andere Fernsehsender brauchen, dann haben Sie eben hier 2000 Sendungen circa beim befreundeten besten Fernsehsender der Welt in 12 Playlists, das beste Fernsehprogramm ever. Hier Bild-Zeitung, hier Sarah Wagenknecht, hier ZDF, hier MDR, ja, alles, Christian Felber, einer der letzten Linken und so weiter. Achim Truger, der linke Wirtschaftsweise vom Rat der Wirtschaftsweisen der Bundesregierung und so weiter. Ja, also es ist alles da. Wo sind Sie? Können Sie das verstehen, dass es nur noch einen Ort der Wahrheit auf der Erde gibt? Und das ist leider, ja, hier und Next Scientists for Future. Gerade habe ich gesehen, dass Professor Quaschning mit den Scientists for Future wieder irgendwie einen Platz bekommen hat bei Jung und Naiv. Aber das zeigt mir, dass eben das Unwissen überall hofiert wird und die Irrtümer überall hin hofiert werden, aber die Lösungen keine Chance haben. Also, tschüssi, bis bald, weiter geht's mit dem 3x3.